Hat da jemand sein Eis im Badezimmer liegen lassen? Nein, das ist eine Seife, die ich heute in diesem Video mache. Eine Seife in Eisform. Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie ein Eis, aber das ist einfach eine schöne, glitzerige Seife. Man muss natürlich vorsichtig sein mit Kindern, damit die nicht glauben, das ist wirklich ein Eis. Also da muss man alle vorwarnen. Aber es sieht wirklich toll aus und vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Ihr braucht Rohseife, Seifenfarbe in euren Lieblingsfarben. Ich habe da noch zusätzlich Glitzer in zwei verschiedenen Farben, also weiß und lila. Dann einen Behälter, wo ich das Ganze drin mischen kann. Und so ein Eisförmchen, womit man eigentlich Eis selber machen kann. Und einen Eisstiel. Wer nicht so ein Förmchen hat, kann natürlich auch einen Joghurtbecher oder so benutzen. So, ich habe jetzt die erste Portion Rohseife geschmolzen. Dafür habe ich einfach ein Stückchen Rohseife hier reingegeben und ungefähr 20 Sekunden in der Mikrowelle erhitzt. Und da gebe ich jetzt erstmal ein bisschen rote Farbe dazu. So, das ist jetzt die erste Farbe und die gebe ich jetzt hier in mein Eisförmchen. Da kann ich jetzt auch schon meinen Eisstab reinstellen. Man kann mit dem Eisstab auch noch ein bisschen warten, bis es ein bisschen hart geworden ist, weil in dem Flüssigen, der Flüssigkeit steht das ja nicht richtig. Deswegen also ruhig erst ein bisschen hart werden lassen und dann den Eisstab reinmachen. So, und jetzt mache ich mir wieder eine Portion und die wird dann in einer anderen Farbe gefärbt. Das wird wirklich total schnell hart. Hier der Stab, der steht jetzt zum Beispiel schon. Also ich habe das jetzt schon hier so bewegt und der bleibt jetzt schon genau in der Position stehen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal wieder ein bisschen neue Seife hier drin erhitzt. Und dadurch, dass hier vorher noch diese Reste drin waren, ist das Ganze jetzt so ein bisschen hellrosa. Und dazu gebe ich jetzt einfach ein bisschen lilanen Glitzer. Und dann ist das einfach auch eine schöne andere Farbe. Und man wird dahinter diese Schicht dann erkennen können. Also einfach ein bisschen lila dazu. Und relativ schnell wird die Farbe wieder hart, also die Seife, wenn die an der Luft trocknet. Ihr seht, das ist jetzt hier schon wieder ein bisschen zu so einer Masse geworden. Am besten, wenn man das Ganze dann gut durchgerührt hat und die Farben schön sind und es schon wieder so hart geworden ist, einfach nochmal kurz in die Mikrowelle. So, nach ein paar Sekunden in der Mikrowelle ist das Ganze wieder flüssig und ich gebe das hier in mein Eisförmchen rein. So, es ist schon fast voll, aber ich möchte ja drei Schichten haben, deswegen höre ich hier auf. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass hier noch ein bisschen Glitzer drin ist. Da gebe ich jetzt einfach nochmal wieder ein bisschen Seife rein und mische das Ganze dann noch mit weißem Glitzer, damit das ein bisschen anders wieder aussieht und dass es noch eine andere schöne Schicht wird. Also lila-weiß und nochmal wieder ein bisschen Rohseife und das Ganze in der Mikrowelle erhitzen. So, lila-weiß Glitzer ist fertig und hier das Ganze ist auch schon wieder leicht angetrocknet und ich kann hier die nächste Schicht draufschütten. So, jetzt lasse ich das Ganze nur sehr gut abkühlen und dann ist mein Seifeneis, also meine Seife in Form von einem Eis, schon fertig. So, die Seife ist jetzt richtig hart geworden und jetzt kann ich die hier aus der Form rausholen. Und das Ganze sieht jetzt so aus, man kriegt schon fast ein bisschen Hunger, da muss man natürlich vorsichtig sein, wenn das Kinder sehen, dass die das nicht essen, das ist natürlich nur eine Seife. Aber wenn man sich das jetzt im Bad so hindekoriert, finde ich, sieht das echt toll aus und da macht Händewaschen auch echt Spaß, finde ich. Schön sommerlich und toll mit diesen leuchtenden Farben. Ich finde, man sieht jetzt gar nicht so richtig, dass es drei Schichten waren, sondern ja, hier ist es ein bisschen durchsichtiger und hier etwas lilaner. Aber ich finde, es sieht trotzdem richtig toll aus. Ein bisschen nach Erdbeeren, ein bisschen nach Himbeerfrüchten und schön glitzerig. Also eine echt tolle Seife. Die kann man jetzt schön verpacken und immer Achtung mit draufschreiben. Achtung, ist Seife, kein Eis. Und das ist ein Eis, das auch nicht gerade schnell schmilzt. Da kann man jetzt super schön die Hände mit waschen. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Es war einfach noch eine meiner weiteren Seifenideen. Ich habe ja schon viele Seifenvideos gemacht. Und wenn euch diese Idee gefällt, vielleicht habt ihr Lust, die nachzumachen. Vielleicht habt ihr auch Lust, auf Facebook, Instagram oder Twitter mal ein Foto davon zu schicken. Und sonst teilt das Video mit euren Freunden, schenkt es euren Freunden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!